Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei einer wunderschönen neuen Folge, bei diesem wunderschönen Spiel, was uns doch sehr stark zum Nachdenken anregt. Ob jetzt die Gedanken erstmal richtig sind oder nicht, die Frage stellt sich natürlich. Aber irgendwas ist hier los. Und das ist auch nicht gut so, wie es ist gerade. Also müssen wir weiterschauen. So, ich will jetzt mal gucken, dass ich hier hinten reinkomme vielleicht. Oder ob ich da reinkomme. So, warte mal. So, und jetzt hier hinten rein. Aber, ne, da ist zu. Okay, dann kann ich quasi nur unten Die lang. größte Lüge der Welt. Ich weiß nicht. Was ist das Brutalste und Obszönste, das der Menschheit je angetan wurde? Nein, die Propaganda hören wir uns jetzt nicht hier weiter an. Ist ja furchtbar. Deine Propaganda kannst du bei den anderen ablassen, aber nicht bei uns. Wir haben den Mist schon oft genug gehört. Und nur weil du das hier immer und immer wieder... Nee, das ist nur ein Rat. Immer wieder neu erzählst, wird es nicht besser, was du hier treibst. Na, jetzt lass mich doch rein. Du hast jetzt einen Auto-Hacker. Verwende ihn, um kostenlos zu hacken. Okay. Warum kann ich jetzt hier nicht auswählen, was? Weil, naja, gut, keine Ahnung. Weil den Whisky hätte ich jetzt nicht unbedingt trinken wollen. Okay. Kann ich hier... Liegt dahinter was? Ne. Das haben wir auch. Gut, dann gibt es hier wahrscheinlich... Liegt die auf der Treppe da oben? Okay. Gut, dass der Medical Pavilion dein Revier ist, Stein. Aber streck mal deine grauen Zellen an. Das Meerwasser ist arschkalt. Wenn die Rohre nicht beheizt werden, frieren sie ein. Und wenn sie einfrieren, platzen sie. Und wenn sie platzen, gibt's in Rapture Wassereinbruch. Mir ist schon klar, dass du ein ziemlich eingebildetes Arschloch bist. Und ehrlich gesagt ist es mir auch schnurzpiep egal, was du machst, wenn keiner hinguckt. Aber wenn Rapture anfängt voll zu laufen, hört der alte Kasten so schnell nicht wieder damit auf. Dann werde ich Ryan persönlich davon unterrichten müssen, dass er das dir zu verdanken hat. Das stimmt. Ich meine, zum Glück hat es jetzt hier dazu gereicht, dass das nur gefroren ist. Aber gut sieht das nicht aus. Oh, was ist das? Grünes Tonikum? Oh! Alter! Was ist mit euch verkehrt? Ich hab dich doch... Ja. Oder auch nicht kaputt gemacht? Da war ich wohl etwas zu optimistisch. Ich dachte, ich hätte die schon komplett fertig gemacht. Oder das Ding halt. Gut, dann halt eben nicht. Naja, war ja klar, dass hier wieder irgendwas passiert. Unhöflich, unkritisch, unfasziniert. Ich will es nicht funktionieren. Mach es sauber. Mach es sauber. Na. Zieh doch mal richtig. Okay. Ich weiß zwar nicht, wie wir hierher gekommen sind, weil die Vita Chamber, wo wir jetzt rausgekommen sind,
War ja eigentlich woanders, aber okay. Gut, ich bin jetzt da nicht böse drüber. Moment, wo waren wir jetzt hier eigentlich? Und wo wollten wir hin? Wir wollten doch eigentlich hier hinten hin. Gehe ich da nochmal hin. Genau. Ich lasse mich da jetzt nicht abschrecken hier. So, jetzt bist du weg. Ach so, ja, das sind die Verbandskisten. Okay. Hier ist doch wieder eine Kamera irgendwo. Ah. Runter, 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 runter. Runter, runter, runter. So, sehr gut. Endlich wieder ein bisschen Eve hier. Und save. Gucken wir erstmal, was es hier noch so gibt. Dann gucken wir mal schnell. Nicht, dass uns hier noch eine Überraschung auf einmal zuteil wird. Das fände ich jetzt nämlich nicht so super. Ach, Quatsch. Okay, die Sachen habe ich. Oh, was ist denn hier? So, dann gucken wir doch mal, was wir hier so haben. Ja, gib weg. Munition ist erstmal nie verkehrt. Mhm. Wrench-Jockey. Neues Tonikum. Wrench-Jockey. Lässt ihren Oberkörper anschwellen, wodurch sie knüppelartige Waffen mit beispiellosem Geschick und unglaublicher Kraft überführen können. Ja, dann, ne? Sehr gut. Dann können wir jetzt anscheinend noch mehr Damage. Wo soll ein junges, hübsches Mädchen wie ich bloß hin? Na, am besten nicht zu mir. Noch jemand? Nee. Okay, das meinte ich, dass hier eventuell dann nochmal jemand vorbeischnickt und mich eventuell beim Hacken dann stört. Okay, der ist ja besonders gut. Wir probieren den einfach mal, ne? Wo sind wir? Da oben sind wir. Ja, okay. Dann da runter und... ja. Passt doch.
Sehr gut. Merker. Wir müssen auf Saves achten. So, haben wir jetzt hier hinten noch was? Nein. Ist abgeschlossen. Dann würde ich jetzt... Wenn da Treppen sind... Würde ich gegebenenfalls doch mal gucken, dass wir hier reinkommen. Und dann uns das hier anschauen. So. Ja, doch. Hier lang muss ich gehen. Meinst du, Matthias, dass ich jetzt durch die Verbesserung, dass die Rohrzange jetzt komplett reicht? Für alle Zuschauer auf YouTube, ne, das ist wieder ein Live-Let's Play, deswegen könnte es sein, dass ich ab und zu mal auf den Chat reagiere. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt hier einfach so drinne sein dürfen, ohne dass da was passiert. Nehmen wir nochmal ein Save. Okay. Achso, deswegen kommen wir da nicht lang. Okay, was haben wir hier? Klinischer Versuch mit Charge Nummer 23, Dr. Su Shong. Kunde, Fontaine Futuristics. Guter Fortschritt mit dem Telekinese-Plasmid. Hochheben von Objekten aus der Entfernung, kein Problem. Objekte durch den Raum bewegen, kein Problem. Aufhalten eines Projektils ist nicht möglich. Mhm. Es ist aber möglich, ein sich schnell bewegendes Objekt zu fangen und zu werfen. Das Problem ist nicht das Plasmid. Das Problem ist die Reaktionszeit. Su Shong kommt gerade die Idee für ein neues Plasmid. Okay. Ich sag mal, ich würde da jetzt erstmal das Abfackeln rausnehmen dafür und die Telekinese reinmachen, weil gerade jetzt, wo wir den Sicherheitsbot nicht haben und die stärkere Zange, können wir wahrscheinlich wieder mit dem Elektroschock und der Zange mehr ausrichten als mit dem Abfackeln. Das Abfackeln, das hält die nicht groß auf. Bewerfen Sie Ihre Gegner mit Objekten. Ja, fangen Sie Granaten auf und werfen Sie sie zurück. Okay, okay, okay. Probieren wir mal aus. Nett. Ja. Ein Schlag. Hat gereicht. Nett. Okay, gut. Dann safe. Ein einfacher Safe. Okay. So. Sehr gut. Ja, so, okay. Da haben wir jetzt fast wieder volle Eve-Spritzen und Bandskästen haben wir sowieso voll. So, dann gehen wir jetzt hier links rum, ne? Hier kommen wir ja noch nicht rein, ne.
Was haben die hier mit euch gemacht? Hier kommen wir auch nicht rein. Alter. Ah! Okay, gut, dann haben wir den erstmal weg. So. Schlüssel. Da spricht doch jemand drin. Okay, hier kommen Key Return. Wir haben doch was gelernt. Nice. Ich hoffe, das ist jetzt kein Problem, dass sie da noch da drin rumhirschelt. Aber das werden wir ja gleich sehen. Ob wir von drinnen abgeschossen werden oder ob es geht. So, okay. Ich mach mal lieber so. Ja, hier ist ja nur Wasser. Hä? Ach! Die Kamera hat die Gute gesehen. Alles klar, deswegen. Oh! Die Kamera da hinten gehört also noch nicht uns. Ich dachte, die gehört vielleicht gleich uns mit. Aber anscheinend nicht. Die ist noch rot. Okay. Gut, dann gehen wir mal schnell hier hinten lang. Eine Antiperson. 46, okay. Gut, gut. Ne, ist nix, okay. So, dann hacken wir die auch mal schnell noch. Natürlich sind dann erst hier hinten wieder die interessanten. Ups, so rum. So rum und so rum. Sehr gut. Dann haben wir das schon mal. Okay, nix. Gut, dann können wir uns um den da kümmern. So, erstmal. Das ist okay. Das machen wir so. Und das machen wir so. Passt. Gut. Halte H gedrückt, um einen Hinweis zu erhalten, wenn ich nicht weiterkomme. Okay, das merken wir uns. Aber bisher sieht das ja noch ganz ordentlich aus.
Gut. Es war eine vergnügliche Nacht. Es war total toll. Es war elektrisierend mit dir, junge Dame. Es war traumhaft. So. Ja, jetzt müsste ich mal gucken, ne, wo ich jetzt hier lang kann. Komme ich eventuell hier noch irgendwie rein? Von hier hinten? Nö. Aber eventuell komme ich... Mal gucken. So, also da komme ich nicht rein. Aber dass hier hinten sind die Supplies, da komme ich doch auch nicht rein. Genau. Aber hier war ich. Naja, da gehe ich jetzt nicht nochmal hin. Hier hinten waren wir auch. Okay, dann lass uns doch nochmal oben. Ich meine, der Pfeil sagt uns, wir sollen hier hingucken. Ist der jetzt weg? Ich meine, wir haben nur einmal getroffen. Nein, er ist noch nicht weg. Andrew Ryan stellt dir eine einfache Frage. Bist du ein Mensch oder ein Sklave? Ich würde von mir behaupten, ein Mensch. Du würdest von mir behaupten, ein Sklave. Also, was stimmt jetzt? Also, wir halten fest. Wir kommen da nicht rein. Wir kommen... Warte mal, hier drüben kamen wir jetzt auch noch nicht rein, ne? Ah. Nein. Nein, ich hab verkackt. Ich komme hier nicht rein. Oder nee, hier nicht rein. Nein. Oder? Komme ich hier oben lang? Aber ich kann auch nicht umrüsten hier, ne? Na, das ist ja Mist. Ich will da rein. Ja, den könnte ich mir per Tele herholen, aber ne. Will ich nicht. Hm. Mann. Naja, gut, dann müssen wir wahrscheinlich mal hier lang versuchen. Moment. Nee, da kommen wir her.
Kann ich das irgendwie noch umrüsten? Nö. Also jedenfalls nicht hier. Ach. Mist. Dank der Möglichkeiten genetischer Veränderung ist Schönheit nicht länger ein Geschenk oder ein Wunschtraum. Sie ist eine moralische Verpflichtung. Zwingen wir etwa die Gesunden, bei den Infizierten zu leben? Mischen wir Kriminelle mit Rechtschaffenen? Also, warum dürfen dann die Gewöhnlichen die Welt der Schönen betreten? Und mit diesen Worten würde ich sagen, verabschieden wir uns von dieser Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Und Cheerio, na, das kann ja noch was werden.